schreiben gleich die allerletzte Prüfung und dann kriegen wir unsere Zeugnisse. So, warte, ich muss jetzt noch hier ganz schnell üben, Leute. So, was habe ich hier im Buch stehen? Ey, gib mir mein Buch wieder. So, Leute, ich lerne jetzt ganz wichtig. Auf der Seite steht nichts, okay? Auf Seite 2 hier stehen 5 plus 5. Ach, das ist doch einfach, oder? Das ist einfach 10. So, nächste Seite. Oh, Leute, guck mal jetzt, es wird schwieriger. 5 mal 4 muss ich rechnen. Nein! Warte, 4 mal die 5. Wir hatten eben 2 mal die 5. Jetzt haben wir die 4 mal. Das heißt 20, oder? So, lass zur nächsten Seite. Oh nein, Leute, das kann ich überhaupt nicht. 8 geteilt durch 2, was mache ich jetzt? Wie oft passt die 2 in die 8 rein? Ich glaube 4-mal, oder? Sollte auch richtig sein. Und das war's, ich habe keine Übungen mehr. Und Leute, die Zeit läuft mir schon davon. Ich muss mich schnell beeilen. Ich muss jetzt den Bus heben. Wir müssen jetzt unbedingt zur Schule. Ich muss auch Ente abholen. Leute, ist einfach alles so stressig, Mann. Ich hoffe, ich habe genug gelernt. Ah, Ente, was geht, Kumpel? Was geht? Ente, hast du gelernt? Hast du gelernt, Junge? Nee, Mann, ich muss erst mal Bus fahren. Nein, Ente, wir müssen jetzt zur Schule, Mann. Wir haben doch gleich die Prüfung. Hast du es vergessen? Ja, ich beeil mich. Losfahr, Ente, du kannst nicht stehen beim Losfahr, fahr, fahr. Wir sind schon viel zu spät. Ja, ich beeil mich einfach. Let's go. Meine Uhr steht noch 2 Minuten, haben wir Zeit, bis wir da sind. Und nein. Oh, ich glaube, wenn wir zu spät kommen, dann lassen die uns nicht mehr rein. Ente, wir müssen uns beeilen. Ja, ich beeil mich schon. So, wir sind schon fast da. Los, 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 los. Fahr zum Parkplatz. So, zack und raus hier. Hey, wo fährst du hin? Ah. Zum Eingang. Ach, hier kann man ja auch parken, aber ich vergesse. Egal, let's go, wir müssen in die Klasse. Los, beeil dich hier rein. Oh, die warten schon bestimmt alle. Oh, wir sind jetzt im zweiten der Klasse. Habe ich vergessen. Okay, Ente. Nippen. Oh nein, Ente. Guck mal, der Lehrer ist schon da. Nein. Oh, oh. Oder wir schreiben gleich nein, die Prüfung. Mann. Warte, Ente, ich habe einen Spickzettel. Wie willst du den haben? Ja, gib mir den nicht so laut sein, weil wenn wir auf... Ente, du darfst nicht auffliegen, Mann. Ich gebe dir jetzt meinen. Da stehen ein paar Lösungen und so. Aber Ente, sei lieber vorsichtig. Nicht, dass du erwischt wirst, sonst kriegst du eine 6. Ja, bin ich. Das sieht er nicht. Guck mal, die sind unter der Bank einfach. Ich hab das da. Oh, ich hoffe, er sieht das nicht. Oh nein, Ente, da sind die letzten Prüfungen. Nein, wir müssen die abholen gehen. Oh nein. Der allerletzte Test holt einen ab. Oh nein, es geht los. Ich setz mich schon mal hin. So. Wann dürfen wir anfangen, Lehrer? Ach, genau jetzt, Ente, die Uhr tickt, Ente, wir müssen anfangen und let's go. Gleich nicht los, oh nein, dafür habe ich ja gar nicht geübt, was ist denn das? Ich check auch gar nicht. Oh nein, was ist für eine Aufgabe, ich muss kurz nachdenken, Leute, wie viel könnte das sein? Oh nein, ich glaube 5 nicht, weil das wäre dann hier zu wenig. Ich glaube, hier kommt die Zahl hin, so, ich darf jetzt nicht zu laut sein, weil sonst kann mich Ente hören. So, ich hoffe, das ist richtig, guck mal, die nächste Aufgabe, was haben wir noch? Oh nein, das habe ich echt nicht alles geübt, was mache ich jetzt? Das sieht so schwer aus, Leute. Ich glaube, das könnte... Das ist doch einfach. Ich muss mir einfach vorstellen, dass hier eine 100 ist. Und dann nehme ich 1 wieder weg, oder? Oder nee, dazu. Dann müsste es, glaube ich, das hier sein. So, weiter. Leute, ich glaube, ich habe schon gleich die Prüfung. Seite 3 von 4. Boah, das sieht auch wieder richtig schwer aus. Was mache ich hier denn? 10 mal die 12. Ich glaube, das ist auch voll einfach. Ich glaube, hier muss einfach nur eine 0 dran, oder? So, nächste Seite. Boah, das sieht auch nicht so schwer aus. Ich glaube, das ist hier einfach 10. Zack. Und ich bin fertig. Das ist Seite 4 von 4. Fertig. Herr Lehrer, ich bin fertig. Hier ist meine Klassenarbeit. Hier, bitteschön. Oh Mann, bin fertig. Hä? Du bist ja immer noch am Sitzen. Bist du immer noch nicht fertig? Ja, ich brauche noch ein bisschen Alter. Oh, ich darf nicht mit dir reden, aber Ente, beeil dich, Mann. Das ist nicht so schwer. Hä, für dich vielleicht, Mann. Es dauert. Nein, Ente, Mann, beeil dich. Benutze doch einfach den Spicker oder so. Ich hab nichts gesagt. Hey, ich hab nichts gesagt. Sonst nicht so laut, Mann. Hä? Wo ist der Lehrer hin? Wo ist der lange? Oh, oh. Ente. Ich wurde erwischt. Wie, Herr Lehrer, wurde Ente wirklich erwischt? Nein, Ente, du musst die Klasse verlassen. Also jetzt erstmal nur raus. Ja, oha. Nein, das kann ich was. Warum, Herr Lehrer, das war kein Spickzettel, wirklich. Das war nur mein Übungsblatt. Da waren nur ein paar Aufgaben, wirklich, mehr nicht. Oh nein, okay, ich gehe erstmal in die Pause. Wir sind, glaube ich, alle fertig. Ente, wo bist du? Ich bin jetzt raus. Komm, lass in die Cafeteria gehen. Komm, Ente. Ich mag da nicht runter. Nein, nicht mein. Komm, Ente, alles wird gut. Du hast doch sonst andere Fächer. Bist du doch immer ganz gut, oder nicht? Ja, bestimmt bekomme ich jetzt eine 6 oder ja, so. Ja, einmal eine 6 ist, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Ja, doch. Weil im Sport zum Beispiel bist du auch ganz gut und alles. Ach, weißt du was? Ich gebe dir heute was aus, okay, in der Kantine. So, ich hätte gerne danke, ein paar Bro. Donuts. Hallo? Ich glaube, Selbstbedienung, Mann. Ich hol mir die kurz. So, hab hier ein paar Stück geholt. 3 Stück. Ich hoffe, das ist okay. Ente, wo bist du? Setz dich hin, Kumpel. Ja, warte, ich setz mich hin. Ja, komm, so, Ente, ich habe 3 Donuts. Welchen willst du? Einmal so einen roten, so einen Schoko und einen mit Streusel. Welchen willst du? Boah, ich weiß nicht. Ich will einfach den mit Schoko. Nein,
ich habe so einen Chili-Donut, der gehört jetzt mir oder was? Ich will ihn nicht essen, der ist richtig scharf bestimmt. Schokolade, lecker. Warum gibt es einen Chili-Donut? Was soll das? Den will ich nicht essen. Oh nein, was mache ich jetzt, Leute? Lecker Schokolade. Oh Mann, aber Ente, du denkst schon, dass dein Zeugnis gut sein wird, oder? Weil es kommt jetzt drauf an. Ja, ich denke mal ob schon. Ob wir es in die ich hoff's. Nächste Klasse schaffen können. Ja, Mann. Ich denke, ich sollte eigentlich ganz gute Noten haben. Warte mal. Oh, ich glaube, die Pause ist zu Ende. Ente, wir müssen schnell zur Klasse wieder. Oh nein. Wir kriegen jetzt die Zeugnisse. Bist du bereit? Ich bin gar nicht bereit. Bin sowas von bereit. Oh, es gibt jetzt die Zeugnisse. Nein, ich muss zuerst abholen, weil ich... Oh nein. Mein Name fängt ja mit A an, Alphastein. Okay, let's go. Ich hole schon mal mein Zeugnis. Soll ich schon mal reingucken oder noch nicht? Hä, mach mal. Okay, warte, ich guck schon mal rein. Aber Ente, gleich bist du dran, ne? Warte, ich guck schon mal rein. Oh, da hab ich gar keine Lust. Geht eigentlich voll Sport. 2, Mathe 2, Deutsch 4. Ey, ich kann doch voll gut Deutsch. Und Englisch 2. Kannst du gar nicht. Doch, Rente, komm her, Mann. Ich mach dich fertig. Aber ich glaube, du bist jetzt ja, dran, jetzt oder? Deutsch, du musst deins abholen gehen. Viel Glück, Ente. Oh, Mann, was denkst du, was habe ich? Bekomme ich sehr viel Geld von meinen Eltern? Ja, oder? Wenn du eins hast, dann kriegst du bestimmt 100 Diamanten oder so. Was? Das kann doch gar nicht sein. Hä, was denn, Ente? Niemals. Wie? Niemals. Was denn? Sag doch, Ente. Was los? Niemals, das kann nicht wahr sein. Was, wohin gehst du, Ente? Warte noch, ey, Lehrer, danke für die Zeugnisse, tschüss. Ente, wohin gehst du? Warte noch, ich hab noch dein Zeugnis. Das mag ich nicht mehr. Hä, sind da denn so schlimme Noten drin, oder was? Schau halt rein. Soll ich wirklich? Mach. Ente, das kann nicht so schlimm sein, ich guck jetzt rein. So, zack. Was ist Sport das? 4, Mathe 5, Deutsch 5 und Englisch 6, hä? Ente, hast du überhaupt geschafft? Ja, Mann. Nein, ich glaub dich, schau mal auf die zweite Nein, Seite. Nein, da gibt's eine zweite Seite, als ob. Nein, ich will da gar nicht hingucken. Was steht da? Hä? Du hast die Klasse nicht geschafft. Du musst sie noch mal wiederholen. Ente, nein! Ja, Mann, jetzt muss ich nach Hause gehen. Ich bin traurig. Heute sind das in getrennte Wege gehen müssen, oder was? Ich weiß nicht. Ente, das kann nicht wahr sein. Habe ich es in die nächste Klasse geschafft? Ja, ich habe es in die nächste geschafft. Aber ich will nicht ohne dich, Ente. Schön für dich. Ente, warte doch. Ich habe eine Idee. Vielleicht können wir zum Direktor gehen und vielleicht können wir so eine Prüfung machen. Vielleicht kannst du die noch bestehen. Ja, wie soll ich die denn bestehen, wenn er das zulässt? Meistens geht doch sowas, dass man die noch mal, vielleicht schaffen kann. Das schaffe ich doch eh nicht. Doch, Ente, wenn wir zusammen lernen, warte mal, welches Fach ist dein schlechtestes? Englisch, das heißt... Alles. In Englisch müssen wir eine 4 hinmachen, oder? Dann sollte es, glaube ich, klappen, oder? Ja, ich brauche mal eine 4. Ja, vielleicht können wir Deutsch auch noch ausgleichen und dann sollte es eigentlich passen. So, Ente, wir lernen jetzt ein bisschen, okay? Let's Was go. Was bedeutet Apfel? Apfel. Nein, auf Englisch, Ente. Apple. Ja, genau, Apple. So, weiter, was gibt's noch? Was bedeutet Lampe? Das ist auch ganz einfach. Fast wie das deutsche Wort, nur das E weg. Ente, übertreib dich. Lamp. Ohne E. Ja, Mann. So, was können wir noch angucken. Guck mal, was bedeutet Bus? Auch Bus. Guck, was? Englisch ist doch voll einfach. Du wirst es schaffen, Junge, ich glaube an dich. Yes, I hope I will reach ja, it. Ja, Mann, Ente, du hast ja voll gut gelernt. Komm, wir machen jetzt die Prüfung für dich. Du wirst es schaffen. Let's go. Ich glaube an dich. Danke, Mann. Oh, Mann, Leute, ich warte gerade die ganze Zeit auf Ente. Der schreibt gerade noch die Prüfung. Hä? Ente ist schon rausgekommen. Ente, bitte sag mir gute Neuigkeiten. Komm schon. Alpha. Was? Ente? Ich habe es verstanden. Ja, das heißt, du kommst in die nächste Klasse, oder? Ja, mit Mann. Mit mir. Ja, Mann, endlich. Was geht? Ja, Mann, wir haben es doch geschafft, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo, da schaut mal vorbei. Oder würde ich sagen, tschüss. Ciao.